Jo Leute, was geht ab zu diesem neuen Video auf diesem Kanal? In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein Amazon-Paket zurückschicken könnt. Dafür müsst ihr erstmal euren Browser öffnen. Nachdem ihr euren Browser geöffnet habt, geht ihr auf die Seite amazon.de. Link unten in der Beschreibung. Dann müsst ihr kurz warten, bis es lädt. So, dann geht ihr hier drauf mit einem Linkstick. Dann geht ihr auf meine Bestellungen auch mit einem Linkstick. Dann wählt ihr hier was aus, zurückschicken wollt, in diesem Fall der Kabelkanal, dann geht ihr hier auf Artikel zurücksenden oder ersetzen. Dann wählt ihr hier den Artikel aus. So, jetzt könnt ihr hier den Haken bei mehreren hin machen, die ihr zurücksenden wollt. Dann geht ihr hier, wähle einen Grund. Dann geht ihr hier zum Beispiel auf Inkautiv oder vorgesehenen Einsatz ungeeignet. Dann könnt ihr noch was reinschreiben, müsst ihr aber nicht. Dann geht ihr hier auf Weiter. Dann wählt ihr aus, wie ihr Geld haben wollt, zum Beispiel auf euer Amazon-Konto oder wie ihr bezahlt habt, in meinem Fall wie ich bezahlt habe. Dann geht ihr hier oben wieder auf Weiter. Dann wählt ihr aus, wo ihr es zurückschicken wollt. Ihr könnt ja natürlich auch noch ganz viel weitere nehmen. Heute, dass ich euch zeigen kann, wenn man was zurückschickt, wähle ich einfach Abgabe bei DHL Drucker erforderlich, dass ihr diesen Zettel kriegt zum Zurückschicken, aber ihr könnt auch mit einem QR-Code machen. Das zeige ich und dann bei der Packstation einlösen. Das zeige ich dann in einem anderen Video, wenn ich mal wieder was zurückschicke. So, dann geht ihr hier weiter, also Rücksendung bestätigen. Hier steht auf den Betrag, den ihr wieder zurückbekommt. So, dann geht ihr hier auf Etikett und Anleitung drucken. So, der hier ist der Code. Dann geht ihr hier auf ja, sonst gibt es das Ganze natürlich nicht, weil ich den Drucker nicht eingeschaltet habe. Dann geht ihr hier auf Etikett und Anleitung drucken. Dann wird hier die Vorschau bearbeitet. Ja. Hier ist der Code. Ich muss kurz gucken, wie ich das Seite 1 von 2. Ich muss kurz gucken, wie ich hier die Seiten. Dann will ich Benutzer definiert, so, also nur Seite 2 bitte. So. Farbe muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann machen wir einfach schwarz-weiß und dann gehen wir einfach auf Drucken. So. Dann druckt das jetzt mein Drucker. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, diesen Zettel müsst ihr hier einfach ausschneiden. Das mache ich dann, sehen wir uns gleich wieder. So einfach hier so falten, damit er da reinpasst. Den dann einfach so da einfach reintun. Dann das zumachen. Und dann zukleben, also einfach hier nur so ein Streifen, damit es halt nicht mehr aufgeht. Diesen Zettel hier müsst ihr auch das Paket da drauf kleben. Also Leute, ich habe es jetzt da drauf geklebt, das sollte dann nachher so aussehen. Vielleicht ein bisschen schöner. Aber dann müsst ihr das einfach nur so zur Post bringen und ja. Das war's mit dem Video, ich hoffe, es hat gefallen, lasst auf jeden Fall ein Like da, Abo und ein Kommi, würde mich sehr freuen. Ja, tschüss.